Einen wunderbaren guten Tag. Mein Name ist Mario und ich will mit dir auf Spurensuche gehen. Mit 100 Fragen reißen wir einfach mal die mausgraue Oberfläche auf und schauen, was sich darunter verbirgt. Lust mitzukommen? Dann bleib dran. Und heute zur allerersten Sendung freue ich mich total, den Stefan Lange hier zu haben. Stefan ist Buchautor und betreibt die kontrovers diskutierte YouTube-Sendereihe Komm, lieber Tod, in der er schonungslos von seinem Leben erzählt, bis es im Suizidversuch endete. Hallo Stefan, ich freue mich total, dass du da bist. Ja, hallo Mario, schön, dass ich da sein darf. Ja, aber gerne. Ich habe gehört, du startest eine neue Podcast-Serie, freue ich mich total drauf und danke, dass ich wahrscheinlich der Erste in dieser Serie bin. Du bist der Erste und es freut mich sehr. Du bist allerdings nicht der Erste, der einen Suizidversuch hinter sich hat. Das haben wir beide gemeinsam. Ja. Und ich habe schon angekündigt, du hast ihn überstanden, so wie ich auch. Wie geht's dir heute und wie lange ist das eigentlich her? Also das ist sehr lange her, das liegt 25 Jahre zurück. Und wie geht es mir heute? Ich sage immer so Medium. Nicht? Also ich habe immer noch zu kämpfen manchmal mit depressiven Verstimmungen. Meine Diagnose ist bipolar. Das ist nicht einfach und so. Aber mir geht es den Umständen entsprechend eigentlich relativ gut heute, muss ich sagen. Und wie bist du dahin gekommen? Ja, das ist immer die Frage, wie kommt man dahin? Also in den Medien oder wenn wir vom Suizid hören, dann denkt man, das ist immer ein Ereignis und man denkt, das findet plötzlich statt. Suizid oder Suizidalität ist ein langer Weg. Nicht? Wie bin ich da hingekommen? Irgendwann war der Rucksack mal so voll, sage ich mal. Irgendwann war die Last zu groß, irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Und das hat sicher zu tun mit vielen Dingen aus der frühen Kindheit, mit sehr vielen Entbehrungen und schwierigen Verhältnissen. Und Auslöser war dann eine Trennungssituation. Nicht? Also der Klassiker wie beim Werther oder beim Papageno aus der Zauberflöte, Suizid aus Liebeskummer. Nicht? Mhm. Aber denkst du, dass die Erfahrungen aus der Kindheit, dass die auch Wegbereiter dazu war? Oder hätte der Suizid möglicherweise nicht stattgefunden, wenn es nicht deine extremen von Gewalt geprägten Kindheitserfahrungen gegeben hätte? Also, na klar, das ist jetzt eine hypothetische Frage, aber ich glaube einfach, dass wenn ich in einem anderen Umfeld groß geworden wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Suizidalität wesentlich geringer. Ich sag mal so, ich habe die Erfahrung gemacht oder mit vielen Leuten gesprochen. Ich glaube, wenn du als Kind mit diesen Dingen wie Liebe, Fürsorge, Achtung aufgetankt wirst, nicht, und vollgemacht wirst, dann hast du später im Leben ein ganz anderes Selbstbewusstsein und ein ganz anderes Selbstwertgefühl. Wenn du das nicht hattest, ist es ungleich schwieriger im Leben. Nicht? Also das heißt nicht, dass es jeder, der so eine Geschichte hat, dass der in der Suizidalität enden muss. Das ist nicht gesagt, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Das glaube ich schon, ja. Also ich hörte auch bereits, dass die Wahrscheinlichkeit für Depressionen dadurch auch steigt. Ich habe ja im Prinzip dasselbe durchgemacht, auch einen extrem gewalttätigen Stiefvater gehabt, der mich wirklich durch meine Kindheit geprügelt hat. Mhm. Und als ich dann im Prinzip 35 Jahre später erst zusammengebrochen bin, dann wurde ich ja erst diagnostiziert mit Depressionen. Ja. Und da ist dann schon auch rausgekommen, dass ich die wahrscheinlich schon seit meiner Jugend habe. Mhm. Und wenn ich mich zurückerinnere, also manche Episoden, wo es mir extrem schlecht ging, hervorgerufen, zum Beispiel auch durch Liebeskummer oder sowas, dann war ganz klar, dass da die Depressionen schon bereits am Toben waren. Und ich denke auch, wenn ich in einem anderen Umfeld groß geworden wäre, dann wären mir auf jeden Fall viele Dinge erspart geblieben. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Kindheit ohne Umarmungen, ohne Fürsorge, ohne Liebe, die nur von Gewalt und du musst und unerfüllbaren Ansprüchen geprägt ist, dass das der Garant ist, irgendwie wirklich krank zu werden, früher oder später. Aber interessant, so wie du das sagst. Die Diagnose habe ich ja auch erst viel später bekommen, auch nach dem Suizidversuch, auch lange danach, nicht? Und wenn ich mich dann, wie du sagst, zurückerinnere, dann damals als Kind ist man ja dann
entweder sehr aufgeweckt und sowas. Da gab es auch wahrscheinlich in den 70ern, frühen 80ern noch gar nicht so eine Diagnostik und das Thema war ja gar nicht so etabliert. Ne? Also ich kann mich an viele Phasen erinnern als Kind, wo ich überaktiv war, hyperaktiv, wahrscheinlich manisch, nicht? Wo ich dachte, ich sauge das pure Leben ein und dann kenne ich Phasen, wo ich absolut fast wie tot war, also lethargisch, nur in Tagträumen gelebt habe. Und mein Kindheitstraum war ja, wenn ich da eine Beziehung zu Gott suchte, der sollte mich einschlafen lassen, nicht? Und nicht wieder aufwachen lassen. Das war ein ganz, ganz dominierender Gedanke meiner Jugend, nicht? Wie oft ich als Kind gebetet hatte, weil ich ja nicht wusste, es hieß immer nur, es gibt einen Gott, man muss beten. Und dann habe ich immer gebetet, so, na, wenn nicht Vater unser und so weiter, sondern ich habe einfach tief innen drin gesagt, so bitte lass mich einschlafen und nicht mehr aufwachen oder in einer anderen Welt aufwachen. Weil ich immer dachte, das Jenseits, das ist das Paradies, das muss dann schön sein und nicht so kalt und entbehrungsreich, wie damals meine Realität war. Ne? Also das kenne ich von mir auch, diese Gebete, bitte lass mich nicht mehr aufwachen und ich bin dann, ja, in meinen Gedanken bin ich immer auf meine kleine Insel geschwommen und habe mir da die Welt gemacht, wie sie mir gefallen hat, sozusagen. Ah, du bist der Schwimmer. Ja, ich bin der Schwimmer und der Fantast und der Tagträumer, was man mir natürlich immer um die Ohren gehauen hat. Aber das hat mir tatsächlich auch geholfen, ja, letztendlich, das auch durchzustehen. Wobei es gibt eine Situation in meiner Kindheit, oder eigentlich zwei Situationen, wo ich tatsächlich auch versucht habe, als kleiner Bub, wo Suizid tatsächlich mal Thema war. Und wir hatten einen Steinbruch, in dem waren wir immer klettern. Das konnte man damals noch, da gab es keine Zäune. Und dann bin ich da ganz bewusst hingefahren mit meinem kleinen orangefarbenen Fahrrad und bin hochgeklettert und wollte springen. Mhm. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Mhm. Und bin dann ganz panisch nach Hause gefahren, weil ich nämlich einen Brief hinterlassen habe. Und ich wusste, oh Gott, wenn meine Eltern nach Hause kommen, dann, also wenn ich da nicht tot bin, dann schlägt mich der Alte tot. Ja? Und ich habe es dann wirklich geschafft, 5 Minuten, bevor irgendjemand zu Hause war, wieder da zu sein und habe das dann alles verschwinden lassen. Und es gab auch so eine Situation, da habe ich einfach mal mit einer Nadel im Prinzip an mir rumgestochen und habe immer versucht, so in die Vene zu stechen. Und da war ich aber 7 oder 8 Jahre alt und das habe ich total verdrängt. Und das war dann auch irgendwann mal weg, also spätestens ab 13. Als dann Gewalt in der Erziehung keine Rolle mehr spielte und ich mein eigenes Leben hatte, dann war ich ja eh Hans Dampf in allen Gassen und dann hat sich im Prinzip alles geändert und das war nie wieder Thema. Also bei mir war es nicht die Insel, sondern als Kind habe ich Züge, haben mich fasziniert. Ne? Ich war da, wo die Großeltern wohnten, das war immer so ein Hort, so ein Ort, wo es schön war, die Großeltern haben uns ja so gemocht und gehätschelt. Und hinten verlief so eine Eisenbahnstrecke und ich weiß, dass ich als Kind, sobald ich denken konnte, bin ich immer zum Zaun hochgelaufen, habe jeden Zug, der vorbeigefahren ist, hinterhergeschaut, sehnsüchtig und ich hatte immer gehofft, dass der mich mitnehmen würde und sobald ich laufen konnte und schreiben konnte, bin ich immer zum Bahnhof gelaufen, wenn ich bei den Großeltern zu Besuch war und habe den Fahrplan abgeschrieben am Bahnhof, damit ich wusste, wann die Züge fahren. Ich bin wirklich in den Ferien dann immer zum Gatter hochgelaufen, in so einem Gemüsegarten und da war dann der Bahn da jedem Zug hinterhergelaufen und wo du das sagtest, so ein Ereignis, ich springe da. Bei mir war das so ganz ereignisreich, als mein Vater im Sterben lag und der auch gestorben ist. Der ist gestorben, als ich 6 Jahre alt war. Und dieses Gefühl, das war so befreiend. Ich habe als Kind Freudentänze gemacht. Meine Mutter und mein Bruder, die waren schockiert am Heulen. Und als die Nachricht dann kam, wir wohnten im Reihenhaus nach oben, das war eine kalte Januarnacht, das sehe ich heute noch, arschkalt draußen. Ich bin auf dem Balkon und habe die Hände in die Luft gerissen und gejubelt, so nach der Mutter, der kommt nicht wieder, nicht? Der ist endlich tot. Gleichwohl ist es aber so, der Verlust des Vaters, so, du wünschst dir immer einen Vater, der dich akzeptiert und liebt und das habe ich ja mitbekommen bei den Nachbarn, bei den Kindern, dass die liebevolle Eltern oder liebevollere Eltern hatten. Die Sehnsucht nach dem Vater, die bleibt ein Leben lang, eben so nach so einer väterlichen Figur. Nicht? Und das hat nie nachgelassen. Und als ich dann 13 war, da fing es dann an mit dem Alkohol. Also es gab in meinem Leben, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, immer so eine Art Grundschmerz, den ich betäuben musste. Das poppte immer wieder hoch. So nach dem Motto, die Sehnsucht oder die Traurigkeit des Nicht-Gehabten.
das musste dann immer bekämpft werden mit viel Alkohol. Das, vielleicht ist dir das auch bekannt. Dieses nicht als Grundgefühl, aber als ja, in Episoden ist es schon durchaus so ein Grundgefühl gewesen, was ich jetzt nicht mit Alkohol betäubt habe. Mir ist das nichts, wenn ich meinen Kopf wende und das Bild hoppelt 2 Sekunden später hinterher, dann werde ich wirklich kirre. Mhm. Deshalb betrunken sein ist echt nicht meine Sache. Aber ich kenne das. Mhm. Hast du eine Therapie gemacht oder machst du eine Therapie? Oder wie gehst du heute mit deinen Depressionen, die ja immer noch da sind, wie gehst du mit denen um? Ja, also erstmal gehe ich eher offen damit um. Ich kommuniziere das im Gegensatz zu früher. Also damals habe ich natürlich eine Therapie gemacht nach dem Suizidversuch. Das war unausweichlich, nicht? Und meine Therapie war das Schreiben. Also der Therapeut hat gemerkt, dass ich in einer ganz ausweglosen Situation war. Aber merkt er gleichzeitig aber auch, dass in mir so viel Energie vorhanden ist, so zerstörerische, selbstzerstörerische Energie. Und der hat so einen Trick angewandt und gesagt so, ach, wer wüsste gar nicht, was mir passiert ist, da auch mit dieser Person, mit dieser Frau. Ich soll ihm das mal erklären, ich soll ihm das mal aufschreiben. Und dann habe ich ihn erst noch verlacht. Ich sage, was, aufschreiben bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Sitzung? Ich habe noch nie geschrieben im Leben, weder Tagebücher noch sonst was. Und ich bin auch Legastheniker, so nach dem Motto, als Kind in der Rechtschreibung total schlecht. Schreiben war für mich nie ein Begriff. Und dann habe ich wirklich ein weißes Blatt genommen und dann fing ich an zu schreiben. Und das wurde so exzessiv. Ich hatte mir auf einmal ganz viel zu sagen. Und da war niemand da, der mir sagte, das, was du jetzt schreibst oder denkst oder ausdrückst, ist falsch oder richtig. Nicht, also so wie das früher mal war. Bei uns wurden alle Emotionen immer kontrolliert von den Eltern. Ne? Das war so befreiend, dass ich durch das Schreiben wurde ich erst therapiefähig. Nicht? Das war immer ein ganz wichtiger Teil. Und na klar, natürlich danach eine Verhaltenstherapie. Das Erkennen von destruktiven Mustern ist mal ein ganz entscheidender Schritt und so. Und das dann... Wenn es gab Phasen, da ist es schwieriger gegangen, dann ja, habe ich versucht, das auch medikamentöser zu machen. Nicht? Aber Medikamente haben bei mir keine oder kaum eine Wirkung oder wenn eine sehr, nur die Nebenwirkung. Momentan mache ich keine Therapie. Wie gesagt, das Einzige, was ich mache, ist Bewegungstherapie. Also ich seit fast einem Jahr, anderthalb Jahren mache ich wieder sehr viel Bewegungssport und ich fahre sehr, sehr viel Rad. Ich merke, das ist so eine Art Therapie. Viel draußen sein und ja, also es ist nicht die klassische Therapie, beim Psychologen sitzen ein, zweimal die Woche oder in einer Klinik zu sein. Ich glaube, ich habe mittlerweile andere Dinge und Wege gefunden, die mir helfen therapeutisch. Ich glaube, darum geht es auch, dass man für sich selber tatsächlich auch die Dinge findet, die einem helfen. Mir geht es auch so, dass wenn ich jetzt draußen bin, wenn ich mit Trees of Memory laufe und jeden Tag 30 Kilometer wandere, das ist tatsächlich die beste Therapie. Da geht es mir am besten. Kannst du gerne mal mitkommen. wenn würde ich gerne machen, ja. Ja, sehr gerne. Wenn draußen sein tatsächlich dir gut tut, dann mach das auch. Bei Depressionen habe ich ohnehin festgestellt, auch damals in der Klinik, dass wirklich so Sport, Auspowern, draußen sein oder vor 2 Jahren war ich ja dann auch im Boxclub und dass es sehr befreiend war, dass das wirklich ein wesentlicher Teil ist und der mir auch jetzt im Winter fehlt, weil ich habe nicht so wirklich viel Zeit. Und das gepaart bei mir letztendlich auch mit Medikamenten, die ich aber jetzt nur noch in Minimalsdosis nehme. Manchmal denke ich mir, das ist alles nur noch Placebo-Effekt, weil das ist so gering, was ich nehme. Aber es hilft mir einfach und es hält mich stabil. Ich habe keine Nebenwirkungen. Mhm. Und das zusammen eben auch mit der vorhergegangenen Therapie beim Psychologen, auch mit Verhaltenstherapie, das Entdecken und Rausfinden, was die eigenen psychologischen Säulen sind, wie man mit Triggern umgeht, was man tun kann, wenn eine Säule wegbricht und wie das gesamte Konstrukt in einem selbst arbeitet und funktioniert und die Mechanismen zu erlernen. Das hat mir extrem viel weitergeholfen und das war tatsächlich auch die Rettung. Und das ist etwas, was man nicht am Küchentisch machen kann. Klar, aber wahrscheinlich muss man das ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn jemand in einer verzweifelten Situation ist
und Hilfe sucht und sagt, ich brauche entweder eine Therapie oder Medikament, dann denken diese Leute am Anfang oder hoffen sehr, dass der erste Therapeut, das erste Gespräch oder das erste Medikament hilft, weil die sehr verzweifelt sind. Und da dann zu sagen, aus der Erfahrung sage ich dir, könnte länger dauern, du musst verschiedene Wege gehen und ausprobieren, bis du das findest, das klingt erstmal entmutigend, aber da kann ich jedem nur sagen, nimm dir Zeit, es geht um deine eigene Gesundheit und so, und lass dich drauf ein, probier verschiedene Dinge aus. Du wirst dann, deine Psyche und dein Körper meldet sich und gibt dir automatisch Signal, was dir gut tut, nicht? Und es muss eben nicht immer der Klassiker sein, die Megabombe, also die Superpille oder am besten zwei, drei Medikamente oder eine geschlossene Anstalt oder eine Klinik oder so eine Zwangstherapie. Viele Leute haben ja auch Angst davor. Man findet über die Therapie und mit der Zeit, glaube ich, Wege und Lösungen, um mit dem Ding besser zurechtzukommen, nicht? Denn da braucht man einfach Zeit und Geduld. Das sehe ich definitiv auch so. Wobei ich quasi an einer Stelle widersprechen muss. Ich finde tatsächlich einen stationären Aufenthalt über viele Wochen und Monate, finde ich tatsächlich besser, weil in der Kürze der Zeit hat man so viele Therapieansätze und die Möglichkeit, sich einfach wirklich sehr schnell auch selbst kennenzulernen und in einer gewissen Weise selbst zu finden. Ah, ich wollte das nicht kritisieren. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch mal das, wenn man sich selbst vielleicht für einen Monat oder wie lange war das, 2 Monate komplett rausnimmt aus der Situation, wo man vorher gelebt hat, aus der Wohnung, aus dem Umfeld. Man, das kann natürlich hilfreich sein. Das wollte ich jetzt nicht negativ sagen, um Gottes Willen. Und bei mir waren es 4 Monate und wenn ich mir überlege, ich hätte wahrscheinlich 3 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich war nach diesen 4 Monaten. Und deshalb finde ich so diese Kombination aus finde dein Ding, ändere dein Leben, nimm Medikamente, wenn es hilft, weil Depressionen einfach auch die Hirnchemie verändern. Aber auch das ist auszuprobieren. Vielleicht braucht man es ja auch tatsächlich nicht, aber ich würde es ausprobieren und nicht einfach ablehnen. Und dann eben auch die neuen therapeutischen Strukturen. Und dann finde ich, dass man ein relativ gutes Bündel hat, mit dem man weitermachen Ja, aber kann. man muss aber auch wirklich dann Glück haben, dass man eine gute Klinik kommt. Nicht jede Klinik ist gut. Da muss man auch mal den Mut haben zu sagen, wenn man kein gutes Gefühl hat, zu sagen, nein, ich will das nicht weitermachen hier. Dann muss man Glück haben, guten, fähigen Therapeuten zu haben. Nicht? Das hat auch wirklich viel mit, nicht nur mit Glück zu tun, aber es gibt da draußen eben, die Strukturen sind leider nicht so gut. Man wartet zu lange auf dem Platz. Dann hört man sehr von Berichten auch nicht oft nichts Gutes, nicht? Und es braucht Zeit und sowas, nicht? Also, man soll sich nicht entmutigen lassen, nicht? Also, klar. Aber dranbleiben, das ist wichtig, ne? Genau. Und das ist auch das, was ich immer vermitteln möchte. Das ist auch das, was ich mit diesem Podcast oder auch mit Trees of Memory vermitteln möchte. Dranbleiben, weil die Perspektive gibt es, selbst wenn man sie nicht sieht. Aber es kann halt eine Weile dauern, bis man sie findet. Und man muss letztendlich auch jede Tür im dunklen Keller aufreißen, solange bis man den Schlüssel oder das Licht oder wie man es nennen möchte, auch findet. Aber ich bin überzeugt davon, es ist da. Ja, aber darum ist es so, wie du die Frage, die du eingangs gestellt hast, was hat dir geholfen? Wie bist du da rausgekommen? Das kann man nicht in einem Satz eben sagen, nicht? Das sind viele Wendungen, viele Dinge, die passieren und sowas. Und natürlich auch ein Umfeld gehört dazu, Freunde, vielleicht Familie, wenn sie noch da ist, wenn die noch gut funktioniert. Und so, und ich meine, ich habe auch das Glück, dass ich in einer festen, stabilen Beziehung lebe und das schon seit sehr vielen Jahren und so. Das hilft enorm. Das muss man auch sagen. Es gibt leider viele Menschen, die ganz alleine sind, die niemanden haben und sowas. Die haben, das ist, ja, den Leuten Mut zu machen, ist mein besonderes Anliegen, nicht? Das ist schwierig. Einsamkeit kann töten. Ja, auf jeden Fall. Und das ist definitiv schwierig. Deshalb sind tatsächlich auch Freunde das A und O. Das Arno. So, und jetzt nimmt der Herr Lange mal einen tiefen So. Zug aus einer elektronischen Zigarette. Genau. Und ich erkläre dem Lange, was wir jetzt machen, weil wir wollen hier nicht nur ausschließlich über Suizid und Tod und Therapien sprechen, sondern ich habe hier vor mir 100 Kärtchen mit 100 Fragen oder Themen eigentlich. Ja, Wahnsinn. Und
Die werde ich jetzt einfach hier so auf dem Tisch ausbreiten und du ziehst einfach ein Kärtchen. Und dann Wir sprechen darüber. und ich frage dich oder Nein, ist das, nein, sind das Themen? das sind Themen, das sind Nein. Fragen, die zu Themen werden letztendlich. Wir sprechen darüber. Wenn das abgehakt ist, nehmen wir das nächste Kärtchen und das machen wir einfach so lange, wie wir Lust haben, wie wir Zeit haben, bis wir nicht mehr können, sind komplett offen und ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Erstmal bin ich beeindruckt, dass hier so ein Stapel liegt, da hast du wirklich die Mühe gemacht, 100 Karten voll zu schreiben. Das finde ich toll. Jetzt muss ich, hoffe ich, dass ich deine Schrift gut lesen kann. Inwiefern beeinflusst die Qualität deiner sozialen Kontakte die Qualität deines Lebens? Wow, das ist ja mal eine richtig coole Frage. So, das war's jetzt erstmal mit Teil 1 des Gesprächs mit Stefan Lange. Es gibt noch vier weitere Teile und jedes einzelne Gespräch war super spannend. Wir hatten echt extrem viel Spaß und ich freue mich total drauf, die dann bald zu veröffentlichen. Es wird künftig jeden Donnerstag und jeden Dienstag eine Folge geben. Also bleibt dran und ja, wir sehen uns oder wir hören uns viel besser in ein paar Tagen wieder. Und tschüss.